Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht es um die ganzen Kartons hier. Wer mich bei Insta verfolgt, der hat das schon gesehen, dass das hier so die heiße Ware ist. Genau, es geht um die Umrüstung natürlich wieder von 50 auf 125 mit Eintragung, mit TÜV, so dass man das legal auf der Straße fahren darf. Und da kann man natürlich nicht einfach kaufen, was man will. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also das vorher absprechen mit dem technischen Überwachungsverein zum Beispiel, also ja, den TÜV. Man muss da auch schon einen Prüfer finden, der auch Lust zu hat. Vielleicht mal ein bisschen rumtelefonieren, sich ein bisschen schlau machen, wenn man da Bock drauf hat. Weil derjenige muss dann auch Lust darauf haben und dem muss man dann auch fragen, was darf ich verbauen, was darf ich nicht verbauen. Das, was ich jetzt hier nachher gleich zeige, das ist mit meinem Prüfer abgesprochen. Und danach habe ich dann auch die Teile bestellt. Weil man kann nicht einfach irgendwas einbauen, was man möchte. Man muss da schon bestimmte Sachen beachten. Weil wir bauen ja theoretisch direkt, also 1 zu 1 auf 125er. Also PK 125 XL2. Wir machen jetzt hier nicht irgendwie 133 Kubik oder sonst was, sondern wir bauen das direkt so um, wie es früher eigentlich auch war. Also von den Kubikzahlen und alles, ja. Wie gesagt, ich werde das jetzt einmal auspacken und dann können wir hier einmal meine Liste abarbeiten. Ich habe so eine kleine Liste aufgeschrieben, wo alles drin steht, was man so benötigt für diesen Umbau. Wie gesagt, bitte fragt bei euren TÜV-Prüfer oder bei dem technischen Überwachungsverein nach, je nachdem, was ihr da habt, bevor ihr euch die Teile kauft und nachher steht ihr da vor der Tür und klopft da, hallo, ich habe das bei YouTube gesehen, bei so einem komischen Vogel, der hat gesagt, das kann man eintragen. Das kann ich natürlich nicht sagen, deshalb sage ich das jetzt auch nochmal. Fragt einfach vorher nach, sprecht das alles ab und danach könnt ihr dann anfangen mit dem Projekt, die Teile bestellen, je nachdem, ne? Da ist jeder Prüfer halt anders. Man muss halt schon einen finden, der Lust darauf hat. Wie gesagt, gut. So, jetzt ist auch erstmal Schluss mit dem Gesappel hier. Jetzt gucken wir nach den Teilen hier. Ich packe das alles einmal aus, mache hier ein bisschen klar Schiff und dann sehen wir uns gleich weiter. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt alles ausgepackt, soweit, was man so benötigt da. Benötigt jetzt für den ganzen Umbau. Das ist jetzt so ein bisschen separat. Also ich sag mal so, wenn man so einen Umbau macht und den Motor sowieso spaltet, dann macht man sowieso ein bisschen mehr meistens. Also man macht die ganzen Lager neu. Macht eigentlich Sinn. Ja, weil die Lager wahrscheinlich sowieso beschädigt werden. Genau, also wir fangen jetzt einfach mal von ganz von vorne an hier. Und ich nehme mal mein Spickzettel hier. So, Umbau auf 125er, also PK XL2. Zylinderkopf habe ich da. Dann den Zylinder, der ist hier drin. Zylinder komplett mit Dichtung und allem drum und dran und Kolben. So sieht das aus. Ist ein 121 Kubik. Weil viele denken immer, 125er ist 125 Kubik. Nein, der Zylinder ist ein 121 Kubik Original gewesen. Also brauchen wir den so für den Umbau als 121 Kubik. Wie gesagt, das muss man natürlich vorher einmal klären mit dem Prüfer, ob das so in Ordnung ist. Genau, also 121 Kubik. Dann noch Zylinderhaube, die oben rüber geht, weil der ist ja größer, der Zylinder. Ich zeige euch jetzt mal die alte 50 Kubik, der ist zu klein. Da braucht man noch eine neue Zylinderhaube, eine größere. Die passt da halt einfach nicht rüber. Da warte ich noch drauf. Die habe ich schon bestellt, aber ich fahre da halt die ganze Zeit noch drauf. Dann brauchen wir, um den Zylinder zu befestigen, Stehbolzen. Die habe ich hier. Genau. Das ist so ein ganzer Satz. So, dann brauchen wir einmal die Primär, also die Übersetzung. Das ist die jetzt hier. Das ist eine von Polini. Und die ist auch schräge verzahnt. Da ist nichts mit gerade verzahnt. Das würde man auch sofort hören. Und das Original ist bei der XL2 eine Übersetzung von 2,54. Das entspricht 24 zu 61 Zähne, schräg verzahnt. Gibt es ja auch andere Hersteller. Ich habe das Ding von Polini genommen und muss mal halt gucken, ob es funktioniert. Weiter im Text. Primär haben wir jetzt hier abgearbeitet. Genau, Kurbelwelle. Wir brauchen natürlich auch eine Kurbelwelle. Kurbelwelle habe ich von BGM genommen. Ja, es gibt verschiedene Kurbelwellen, die Sportkurbelwellen gibt es ja auch und sowas. Ich habe jetzt aber eine Originale genommen, so wie sie auch in der XL2 drin ist, in der 125er, also in der PK 125er. Die hat einen Hub von 51. Das ist die Kurbelwelle. Ist jetzt noch eingepackt, aber jeder weiß ja wohl, was eine Kurbelwelle ist. Kurbelwelle, die packe ich mal hier zur Seite. Was haben wir noch auf dem Zettel? Auch ganz wichtig, Vergaser. Wir brauchen einen 20er Vergaser, 20L, also SHBC 20L. Also in der PK 125er XL2 ist der verbaut. Vielleicht nicht immer, vielleicht baujahrabhängig. Wie gesagt,
Den habe ich jetzt aber bestellt. Da muss man aber auch drauf achten. Da gibt es auch zwei verschiedene. Gibt es einmal mit Wippe für den Joke. Die Wippe braucht man, wenn man den Joke am Lenker hat. Wenn man den Joke nicht am Lenker hat, hier unter der Sitzbank, dann hat man diese Joke-Wippe nicht. Da muss man auch drauf achten. Ja, das war ein ganzer Satz mit Luftfilter, habe ich gleich mitbestellt. Ansaugstutzen auch. Dadurch fällt auch dieser Pilz, der jetzt da drauf ist, bei dem Originalvergaser, der fällt weg. Den braucht man nachher nicht mehr. Was haben wir noch Schönes? Ah, das überspringen wir einmal. Das machen wir gleich einmal separat nochmal mit der Kamera. Das ist auch nochmal so eine kleine Frage. Spiegel. Ja, ich bin der Meinung, man braucht zwei Spiegel. Da muss man halt vielleicht auch einmal fragen, ob man die unbedingt braucht. Muss man den TÜV-Prüfer fragen. Ich habe noch nicht gefragt. Ich werde wahrscheinlich einfach zwei Spiegel anbauen. Unten. Es gibt ja diese Bleche, wo diese Spiegel ran können. Danach kann man ja immer noch mal gucken. Muss jeder für sich selber entscheiden mit dem Spiegeln. Aber theoretisch bin ich der Meinung, man braucht zwei Stück. Kennzeichenbeleuchtung, gut, die habe ich jetzt nur aufgeschrieben, weil mein Kollege das umgebaut hatte und hatte ein anderes Rücklicht. Da muss man sich halt drum kümmern wegen der Kennzeichenbeleuchtung. Original ist das ja mit Kennzeichenbeleuchtung, deshalb ist das kein Problem. Eventuell wegen Kennzeichenbeleuchtung vielleicht auch noch Kennzeichenhalter, der wird ja größer. Habe ich jetzt mitbestellt, ob das jetzt relevant ist für die Eintragung, weiß ich nicht. Ich habe es einfach bestellt, genau. Was haben wir noch? Motorlagersatz, Motordichtungssatz, wie auch immer. Das habe ich auch komplett einen ganzen Satz bestellt, weil wenn man den einmal aufmacht, dann braucht man neue Simmerringe, neue Lager, neue Gummis teilweise, dann Sicherheitsscheiben, das alles in diesem Set drinne. Jeder weiß ja, wo man die Sachen bestellt. Gibt es ja eigentlich theoretisch zwei Seiten, wo man dann bestellen kann, die auch gut sind. Was halt ein bisschen nervig ist. Mal kriegst du da was Besseres, mal da. Mal kriegst du die Teile nur bei dem einen, dann fehlt dir noch ein Teil, dann musst du wieder da bestellen. Wegen Versandkosten ist das ein bisschen ärgerlich, aber ich bin jetzt mit dem Thema soweit durch. Genau. Dann haben wir eigentlich alles, was man benötigt, wenn die Kiste sonst soweit in Ordnung ist. Okay. Jetzt machen wir mal ein Kapitel weiter. Und zwar geht es jetzt weiter mit Sachen, die für den TÜV natürlich auch relevant sind. Weil jetzt kann man nicht einfach die alten Reifen fahren von, keine Ahnung, 1998. Und da fahre ich jetzt nur zum TÜV, schön 25 Jahre alte Reifen oder was? Nee, das geht natürlich nicht. Also muss man da auch gucken. Reifen, neue Reifen, Bremsen bleiben original, so wie bei der PK50 XL2 auch. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das passt. Natürlich müssen die funktionieren. Vernünftig funktionieren. Das ist auch natürlich relevant für den TÜV. Und was haben wir noch? Ja, Kupplung. Kupplung ist natürlich auch relevant, weil die muss natürlich funktionieren. Ich habe gleich eine neue mitbestellt. Die wird eine 3-Scheiben-Kupplung. Dann habe ich eine neue Andruckscheibe natürlich mitbestellt. Dann einmal noch diesen Pilz mitbestellt. Wie gesagt, das ist nicht TÜV-relevant. Aber wenn man den Motor einmal auf hat, dann macht das schon Sinn, das einmal zu machen. Hier seht ihr noch den Karton. Das ist ein Stoßdämpfer, weil bei mir ein anderer oder ein falscher Stoßdämpfer verbaut ist. Da würde ich jetzt Probleme kriegen beim TÜV. Deshalb habe ich jetzt einen neuen mitbestellt. Der muss eingebaut werden. Was haben wir noch auf dem Zettel? Haben wir noch was auf dem Zettel? Auspuff. Ja, Auspuff ist noch die Frage, die wir uns beide auch stellen. Also ich und ein Kollege. Da sind wir uns noch nicht sicher. Da müssen wir halt nochmal sprechen, ob das mit dem Auspuff funktioniert. Wir haben jetzt einen Sito-Auspuff. Unter. Und, nein. Den haben wir jetzt unter. Und da ist jetzt die Frage, ob wir den nutzen dürfen oder nicht. Natürlich ohne die Verengung im Auspuff. Das müssen wir halt noch klären. Und was noch wichtig ist, hatten wir noch irgendwas? Stoßdämpfer vorne, bla bla bla. Das habe ich alles durch. Spiegel auch. Genau. Was habe ich noch? Ich habe natürlich noch mehr Teile bestellt, die aber nicht relevant sind für den TÜV. Außer sie sind defekt bei euch. Wie zum Beispiel das komplette Lager vorne für die Gabel, ne, für den Lenker. Das habe ich alles neu bestellt, das wird alles neu gemacht. Aber es ist nicht relevant, nicht TÜV-relevant. Wenn es bei euch heil ist, braucht ihr dann den ganzen Kram natürlich nicht. Es muss halt alles für den TÜV funktionieren. Blinker müssen funktionieren, Licht muss funktionieren. Dann müssen natürlich die Blinker auch ein E-Prüfzeichen haben und das Rücklicht auch ein E-Prüfzeichen und das Licht vorne wahrscheinlich auch ein E-Prüfzeichen haben. Habe ich noch irgendwas auf dem Zettel noch vergessen? Eine Hupe. Genau, eine Hupe braucht man auch, die funktioniert. Das war's eigentlich. Und was noch wichtig ist, das war auch ein bisschen problematisch, das habe ich jetzt extra aufgespart, weil ich das Teil nicht hier liegen habe, ist das Tacho. Das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Das muss ja auch geändert werden. Wie man jetzt hier sieht, ist das hier innen geändert worden. Das wird natürlich optisch noch geändert. Weiterhin, das war jetzt so ein Test, wurde eingebaut. Es muss bis 120 gehen. Das ist jetzt vom COSA, das Innenleben.
muss ein bisschen bearbeitet werden. Müsstet ihr ja eigentlich theoretisch in einem anderen Video mal gesehen haben. Ansonsten müsst ihr nochmal gucken bei den anderen Videos. Ich werde das euch alles mal verlinken. Und dann war es jetzt eigentlich soweit. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Falls irgendein Klugscheißer von euch da draußen es besser weiß, könnt ihr ja da unter irgendwie mal einen Kommentar schreiben, ob ich irgendwas vergessen habe oder nicht. Ich weiß es nicht, aber ich bin der Meinung, ich habe jetzt alles erwähnt und das war's dann von dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, ich habe noch was vergessen, was wichtig ist eigentlich. Wenn man den Motor auseinandergebaut hat und die ganzen Teile noch schon mal in der Hand hat, dann könnte man sich nochmal den Kollegen angucken, also die Schaltklaue hier. Ich werde euch nochmal Bilder einblenden vom letzten Mal, wo ich das mal erwähnt habe. Die nutzen gerne ab und das macht echt Sinn, die Schaltklaue dann einfach mal neu zu machen. Man muss halt darauf achten, ob die eckig ist oder rund, die Schaltklaue. Blende ich euch auch einmal ein. Und was muss man noch beachten? Ja, im gleichen Spiel kann man gleich wieder... Das Spiel interessiert mich nicht. Das Spiel interessiert mich gar nicht, ja. Ja, aber man kann das ja ausdistanzieren, ne? Ja, mit diesen Ringen kann man ja gleich machen, vernünftig gucken. Ja. Nee, wenn man dann noch dabei ist, dann kann man auch gleich das Spiel gucken, ob da ein Spiel drin ist. Und zwar, Moment. Hier zwischen kann man gucken, ob genügend Spiel da drin ist. Das Spiel, das soll zwischen 0,15 und 0,4 mm sein. Das muss man dann halt mit einer Fühlerlehre machen, am besten auf beiden Seiten, weil sonst kippt das eventuell. Das muss man halt gucken, da gibt es halt Distanzringe, die man bestellen kann. Und ob man eckig oder rund hat, das kann man erfahren, indem man sich die Zahnräder anguckt. Hier sind Zahlen drauf, 37 oder 42 und je nachdem, was man für eine Zahl drauf hat, ist es rund oder eckig. Ich blende euch das einmal ein, weil ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber welches... Die Runde ist die 40er-Zahl. Die 42er? Ja, auf 42, weiß ich nicht. Nein, es ist immer eine 42 davor und immer eine 37. Und der Rest der Zahl ist scheißegal. Ich werde das auf jeden Fall einblenden, was man für was braucht. Und dann wisst ihr Bescheid. Genau. So, jetzt bin ich aber auch durch mit dem Leitein hier oder was hier. So, das war's dann von dem Video. Haut rein. So, Leute, ich habe noch was vergessen zu erwähnen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal so. Ich glaube, es ist auch nochmal ein bisschen besser. Ich habe ja hier gesagt, Dichtsatz und Motorlager und dies und das, genau. Wichtig ist natürlich der komplette Dichtsatz hier, sieht man ja auch, für den Motor. Der ist natürlich in diesem ganzen Satz mit bei. Dann natürlich nochmal Getriebeöl, das ist auch in dem Satz mit bei, das braucht man natürlich auch. Dann braucht man nachher noch die Dichtung für die Ölablassschrauben oder Getriebeölablassschraube, die Dichtung. Das müsste eigentlich alles in diesem Satz mit drin sein. Da ist echt, ja, alles drinne. Die habe ich vergessen zu erwähnen. Und noch eine Dichtmasse. Ich habe jetzt die hier. Deco HT habe ich jetzt hier. Genau. Die wird nachher zwischen den beiden Motorhälften einmal aufgetragen, dünn. Da wird es aber auch nochmal, denke ich, ein Video dazu geben, wie das funktioniert, wie das laufen muss nachher. Denke ich mal, dass ich das alles noch ein bisschen mitfilme, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, ich habe jetzt... alles im Kasten soweit. Ja, der Zusammenbau, falls euch der Zusammenbau auch noch interessiert so ein bisschen, dann würde ich das natürlich auch filmen. Dann lasst mal den Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt darauf, wenn ich den Motor zusammenbaue, dass ich das ein bisschen filme. Ich weiß nicht, ob ich alles filmen kann, weil man will ja auch irgendwann mal fertig werden, aber ihr habt natürlich, glaube ich, auch Bock darauf. Also lasst mal den Daumen nach oben springen und den Abo-Button, den könnt ihr natürlich auch gerne ein bisschen benutzen und das Glöckchen natürlich nicht vergessen, damit ihr benachrichtigt wird, wenn ein neues Video kommt. Genau. Ja, der Vespa-Folger, der war kurz von hier. Habt ihr ja mitgekriegt, bisschen bestimmt. Und der hat mir was mitgebracht. Und das habe ich auch auf Insta gepostet, weil ich das einfach nur cool fand, was er gebracht hat. Und deshalb dachte ich, ich filme das jetzt aber auch nochmal hier in dem Video. Ja, ich zeige euch das mal kurz. Das fand ich einfach nur mega cool, was er gemacht hat. Und zwar hat er, ich zeige euch das mal jetzt so, da Vespa Brothers, ein T-Shirt, richtig cool, hat er einmal anfertigen lassen, richtig geil gemacht, habe mich richtig gefreut. Ich glaube, er wird sich auch freuen, wenn er es jetzt sieht im Video. Dann habe ich hier noch eine Tasse von unserer ersten Tour, da gibt es auch ein Video zu, wo wir die erste Tour gemacht haben mit der Vespa. Da eine schöne Tasse, da schmeckt der Kaffee doch gleich viel besser. Und ein Mauspad habe ich auch noch gekriegt. Und das ist echt mega geil geworden. Das werde ich jetzt einmal kurz auspacken für euch. Also das sieht doch wohl mega geil aus, oder? Guckt euch das mal an. Also die Qualität ist echt Burner. Ja, das Bild habe ich ja auch gemacht, ne?
Wunderbar. Nee, aber es ist echt, echt eine geile Qualität. Da bedanke ich mich nochmal bei dir, Vespa Volker. Ich habe mich richtig gefreut. Und ich glaube, das merkst du auch, sonst würde ich das ja hier nicht nochmal filmen und alles. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn unsere Kisten wieder laufen und wir wieder die nächste Tour machen. Da haben wir die nächsten Bilder und können die nächsten Sachen ausdrucken oder wie auch immer. Gut, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr vergessen. Ja, doch, eventuell, genau. Ja, wenn man so einen Umbau machen will, dann braucht man schon ein bisschen Werkzeug und so. Das ist schon wichtig, dass man da ein bisschen Werkzeug auch hat. Sonst funktioniert das natürlich alles nicht. Und man muss natürlich auch ein bisschen was in der Birne haben, sonst funktioniert das erst recht nicht. Und auch Bock darauf haben und nicht einfach irgendwas anfangen und dann lässt man die Hälfte liegen. Und ja, die Preise, das ist natürlich auch alles so eine Sache. Das ist jetzt ja nicht für 5 Euro gemacht. Das sind schon ein paar hundert Euro, die da geflossen sind. Aber Spaß kostet halt. Das ist halt überall so, das wisst ihr. Genauso wie, ja, wie ich. Das ist halt so und ich habe da auch richtig Bock drauf, weiterzumachen. Wenn ihr auch Bock habt, wie gesagt, dann haut da mal auf den Like-Button und dann geht's hier demnächst weiter mit den ganzen Sachen, mit dem ganzen Zusammenbau. Ja, die schönen Überströmer, genau. So einen Motorständer braucht man auf jeden Fall, finde ich, wenn man sowas machen will. Dann ist es auf jeden Fall einfacher, macht viel mehr Spaß zu arbeiten. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, kann man sowas bauen oder nicht oder kaufen? Muss man mal gucken. Ja, ist ein sehr langes Video, glaube ich, geworden. Anders wie die anderen, viel Gesappel natürlich, aber das gehört halt dazu. Ich glaube, ich habe euch damit vielleicht ein bisschen bereichert, wie das so ist von der PK50 XL2 auf PK125 XL2, dass ich euch da ein bisschen weitergebracht habe, vielleicht, damit ihr Bescheid wisst. Aber wie gesagt, TÜV-Prüfer fragen, das ist halt wichtig. Wenn man da keinen an der Hand hat und das einfach zusammenschustert, dann glaube ich, funktioniert das auch nicht. Weil wir reden ja vom Baujahr 91 und ich baue ja 89 und da sagen ja viele, das funktioniert alles nicht, ne? Baujahr 89, da kannst du gar nichts machen, Baujahr, wenn du nicht über Baujahr 89 bist, dann kannst du nichts machen, doch, das geht. Gut, jo, das war's, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns, wenn ihr den Button ein bisschen mal nach oben gedrückt habt, hier den Like-Button, wenn ihr den benutzt habt, dann werde ich das nächste Video wahrscheinlich dann auch filmen. Ich werde das sowieso filmen, aber weiter sagen. Ihr sollt den Daumen mal nach oben drücken. Alles klar, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.